Guten Morgen und herzlich willkommen zum Tagesimpuls für Freitag. Die Woche ist schon wieder fast vorbei. Es ist der 31. März 2023. Ja, welcher Impuls möchte dich heute erreichen? Die Entscheidung. Und you are not alone. Und schon wieder eine Entscheidung. Ständig liegen hier Entscheidungen auf dem Tisch, habe ich so im Gefühl. Ja, es gibt keine falschen Entscheidungen. Mit jeder Entscheidung lernst du. Triff also eine Entscheidung. Der Phönix unterstützt dich mit seiner Fähigkeit der ewigen Erneuerung. Denn mit jeder Entscheidung stirbt etwas und etwas Neues wird geboren. Tja, was soll heute wieder entschieden werden? Schaust du für den Beruf? Schaust du auf eine Partnerschaft? Schaust du auf ein familiäres Thema? Das entscheidest du natürlich selbst hier bei den allgemeinen morgendlichen Orakeln. Auf jeden Fall möchte heute eine Entscheidung auf dem Tisch von deiner Seite. Sagst du ja oder sagst du nein zu einer gewissen Sache? Manchmal hast du das Gefühl, du bist mit deinen Entscheidungen alleingelassen, suchst dir dann Berater rechts und links, die dir dann aber eher dazwischen quatschen, als dich bei deiner Entscheidungsfindung zu unterstützen, die dann daherkommen und sagen, ich würde es an deiner Stelle so und so machen. Nee, es geht um deine Entscheidung. Du musst mit deiner Entscheidung nicht unbedingt jemand sein, der anderen dadurch imponiert oder wo andere Applaus klatschen. Deine Entscheidung darf dahingehend getroffen werden, dass du am Ende des Tages zufrieden damit bist. You are not alone. Du bist nicht allein. Auch wenn du dich mal einsam fühlst, bist du nicht allein. Du warst auch nie allein. Du bist nicht allein. Du wirst auch nie allein sein. Die wiederholen das hier bewusst ganz oft, damit wir es auch merken. Die geistige Welt steht hinter dir und ist bei dir. Verbinde dich mit deiner geistigen Welt. Und bitte um Hilfe bei deiner Entscheidungsfindung. Das ist meistens der beste Beistand, den man sich suchen kann. Dabei darf man natürlich ein bisschen ruhig werden, weil so auch man muss da gar nicht mal unbedingt sitzen und meditieren oder sowas. Das ist meine Art nicht unbedingt. Aber wenn ich draußen im Feld bin und um ein Zeichen bitte, dann bekomme ich das meistens relativ zeitnah. Und diese Zeichen, die zeigen mir, worauf ich vertrauen darf, in welche Richtung ich weiter marschieren darf und was ich vielleicht unter Umständen eher hinter mir lassen darf. Triff also heute eine Entscheidung. Um was geht es? Jetzt wird es interessant. Welche Karten nehme ich denn? Um was geht's denn heute, Spirit? An diesem Freitag. Da kommt eine Welle auf dich zu. Und du wirst eingeladen, einfach auf dieser Welle mal mitzureiten, den Flow zu gehen. Es ist eine Welle, die geprägt ist von Leidenschaft. Und es kommt eine Einladung auf dich zu. Jetzt ist die Frage, diese Einladung, wie nimmst du die unter die Lupe? Machst du dir Sorgen, ob du, wenn du jetzt an der Weggabelung stehst und einen neuen Weg einschlagen möchtest, machst dir Sorgen, ob der Weg der richtige ist. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sind diese Sorgen im Prinzip überflüssig. Also heute kommt eine interessante Situation auf dich zu, egal in welchem Bereich, egal für welchen Bereich du hier schaust, wo du eingeladen wirst, deinen Weg weiterzugehen und zwar voller innerer Überzeugung und aus innerer Leidenschaft heraus. Ja, dieses Reading möchte ich einfach nochmal daran erinnern, dass es relativ verschwendete Energie ist, sich zu sorgen. Hast du dich für den Weg entschieden? Dann vertrau darauf, dass das Universum dich unterstützt, diesen Weg erfolgreich weiterzugehen. So lasse ich es stehen, ihr Lieben. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende später. Lass mal liebe Grüße da und gerne bis zum nächsten Mal.